was Sie Sünde nennen, Frau Oberin, das nenne ich den großen Geist der Liebe, der tausend Formen hat. Hilda! Was macht ihr denn da? Wir sprachen von der Mutter von Manuela. Die ist nämlich schon lang gestorben. Und das hat sie mir eben erzählt. Geh dich waschen. Du hast keine Mutter mehr? Nein. Sonst wäre ich doch nicht hier. Aber ist denn das so furchtbar schlimm? Komm mal her. Du musst dir das gar nicht einreden, dass es hier nicht schön ist. Du bist noch nicht eingewöhnt, es ist dir alles fremd und du kennst die anderen Kinder noch nicht. Aber das darfst du dir doch nicht von vornherein einreden, dass du hier unglücklich sein wirst. Hör mal zu. Du musst dir ganz fest vornehmen, dass du hier sehr, sehr glücklich sein wirst. Und du musst jeden Abend zum lieben Gott beten, dass er dir hilft. Willst du mir das versprechen? Ja. Na, siehst du, bist ja ein ganz vernünftiges Mädchen. Und geh schlafen. Komm nachher noch mal, um Gute Nacht zu sagen.